Flips, der Geisterjäger, Teil 5. Flips und Maike machen Urlaub. Da natürlich. Flips und Maike waren jetzt schon eine ganze Zeit lang Geisterjäger. Und sie hatten auch einen Maulwurf angeworben. Da aber diese ganze Arbeit etwas anstrengend war, beschlossen sie, einmal Urlaub zu machen. Urlaub, das bedeutete, sie gingen fernab von der Höhle, in der sie lebten, und auch in der Mauer, in der Maike wohnte, zum Bach und wollten dort einige schöne Stunden, Tage verbringen und ein bisschen Geisterpause machen. Da sie aus welchem Grund auch immer nachts gegangen waren, nahmen sie eine künstliche Sonne mit. Und da sie den wärmsten Platz, damit Maike nicht irgendwann einfror, suchen wollten, nahmen sie nahmen sie einen Tautropfen mit, der gefrieren würde, wenn es zu kalt ist. Und sie nahmen noch mit. Das verraten wir nicht. Flips wunderte sich ein wenig. Standen diese Autos hier schon immer oder haben die Entwickler die jetzt erst kürzlich hinzugefügt? Es war nicht ganz so wichtig, aber irgendwie cool. Und so gingen sie runter zum Fluss. Da es ein bisschen dunkel war, wollten sie erst auf den Sonnenaufgang warten. Also verkrochen sie sich irgendwo und warteten darauf, dass die Sonne aufging. Und es dauerte auch gar nicht allzu lange, da ging die Sonne auf. Über die Felder fuhr ein Traktor, der komische Geräusche machte. Und schon ging die Sonne auf. Es war Morgen. Und so freuten sich die beiden, dass sie einen Tag am Wasser genießen konnten. Und ich will diesen Slenderman sehen. Und so liefen sie über den Ort, an dem sie Urlaub machten. Irgendwas gehört. Liefen sie weiter, um zum Wasser zu kommen. Die Sonne ging weiter auf. Es wurde immer heller. Und es wurde noch ein bisschen heller. Moment. Geräusche. Der Traktor fuhr wieder an ihnen vorbei. Miau, miau. Und es war ein bisschen kühl, aber nicht so dunkel. Und noch mehr Sonne ging auf. So. Und so konnten die beiden dann letztendlich zum Wasser gehen und sich in die Fluten stürzen. Sie konnten beide gut schwimmen. Und so ließen sie es sich gut gehen. Flips sprang ins Wasser. Hui, platsch! Und schwamm ein paar schöne Runden. Während Maike sich einfach nur, nachdem sie ganz kurz ihre Pfoten ins Wasser gehalten hatte und den Schwanz kurz eintauchte. Ach, das ist cool. Legte sich ans Ufer und ließ sich von der Sonne bescheinen, die ja aufgegangen war, und deswegen war es wunderbar hell. Sie mussten also überhaupt keine Angst vor irgendetwas haben.
und dann begann sie ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Sie waren noch nicht oft am Fluss gewesen, also lohnte es sich, ruhig ein bisschen sich umzugucken. Und das machten sie dann. Ganz lange Zeit. Glaubst du, ob wir irgendwas Tolles finden werden, Maike? Fragte Flips Maike. Und Maike so, zuckte erst mit den Schultern. Also ich weiß nicht, es soll hier ja ganz viele tolle Sachen geben. Ich meine, hier ist das Wasser und der Strand und da gibt es kleine Insekten und Gräser, und die wir noch nicht gesehen haben. Vielleicht finden wir auch was zu fressen, vielleicht kleine Flusskrebse oder sowas. Oder vielleicht können wir uns mit einem Fisch anfreunden oder wir finden Pflanzen, die wir noch nicht gesehen haben, oder umgeworfene Klebertuben. Oder wir finden... Viel zu warme Temperaturen. Was natürlich toll ist, weil... Oh nein, oh, hier ist es doch kalt. Warum ist es hier so kalt? Schon kühl, oder? Hier vielleicht? Flips sah sich ein bisschen genauer um. Ist hier jemand? Fragte Flips. Zeige dich! Warte mal. Nee. Okay. Gib uns ein Zeichen! Flips war wie immer im Geisterjägermodus. Es war mittlerweile so in ihm verankert. Ja, schon in ihm verankert, ne? Da lagen Sachen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass der Maulwurf ein bisschen ausschlägt, aber irgendwie hat er nicht gezündet, der gemeine Kerl. Und da tauchte plötzlich hinter den beiden ein Maulwurf aus und sagte, hier ist ein Geist. Wo ist eigentlich die Sonne? Hier. Es ist ein bisschen blöd, den Schalter für die Sonne zu finden. Da. Es war alles schon ein wenig seltsam. Also beschlossen sie, sich noch ein bisschen näher umzugucken. Nee, wenn schon, dann hier. Maike seufzte. Da Maike natürlich ADHS hatte. Klang es eher wie ein Stöhnen. Als hätte sie gerade einen 100-Meter-Lauf absolviert. Dreimal. Und da war die Sonne schon wieder untergegangen. Die beiden beschlossen erstmal, den Tag Tag sein zu lassen und gingen zurück. Und gingen zurück. Knochen? Nö. Und sie sollten sich auch ein bisschen beeilen, weil sie wahrscheinlich mittlerweile ganz großen Hunger hatten und ganz dringend eine Beere essen sollten. Vielleicht konnten sie auch unterwegs ganz schnell noch einen Knochen zufällig finden. Nee. Trotzdem schalteten sie überall, wo es ging, die Sonne ein. Wow! Sagte Flips, als er gegen einen Zaun lief. Och ja, so eine Beere wäre jetzt schon ganz nett, meinte Maike und knurpste eine Beere. Und dann... Huch! Cam 0 von 0. Alles klar. Gibt doch hier bestimmt mehrere Kameras als die da, oder? Es gibt nur zwei Cams in der, im Teil hier. Flips beschloss, ein paar Erinnerungsstücke mitzunehmen. Und so nahm er einen Haufen Zeugs mit,
um sich ein bisschen genauer umzusehen. Vielleicht konnte man ja irgendwas sehen. Nicht, dass Flips natürlich nach einem Geist guckte oder sowas. Weil die beiden wollten ja Urlaub machen. Und den Texturfehlern auf dem Boden entgehen. Deswegen schalteten sie ganz kurz die Sonne aus. Es gab eine Sonnenfinsternis. Und schon sprangen die Glühwürmchen an. Ich habe es ganz kurz gesehen. Das Glühwürmchen. Könnte das vielleicht nochmal ganz kurz erscheinen? Ist da so lang gewuscht? Los, erscheine! Nochmal, bitte. Es gab auch ganz komische Geräusche. Mann, du Glühwürmchen, zeig dich doch nochmal. Na gut. Das ist schon okay. Und sie legten eine Kartoffel ab, damit sich andere als Erinnerung dort eintragen konnten. Dann gingen sie nochmal zurück und machten einen schönen Spaziergang. Sie machten einen kurzen Abstecher zur Toilette. Langsam bin ich der Meinung, dass Slenderman war nur ein Gimmick, was sie schon wieder rausgepatcht haben. Noch nicht einmal einen gesehen, das ist so schade. Sehr schade. Und so ging ihr Spaziergang erstmal recht unspektakulär zu Ende. Und sie schauten ein bisschen Fernsehen. Wo ist das denn? Das ist am Eingang, oder? Schon irgendwie. Naja, und so guckten sie nochmal auf ihre Transmitterkartoffel. Und da sahen sie ein wunderschönes Glühwürmchen durch die Gegend flitzen. Da oben ist es. Dass es sich um einen Geist handeln könnte. Auf die Idee kamen die beiden natürlich nicht. Es gab hier bestimmt keine Geister. Sie machten ja immerhin Urlaub. Also nahmen sie anderes Zeugs mit. Und untersuchten die Stelle etwas genauer. Vielleicht gab es ja hier ein Geheimnis zu entdecken. Vor allem musste man keine Angst vor irgendwelchen Geräuschen haben. Weil hier gab es Wind und Äste und hier konnte ganz viel knacken. Und die Sonne ging auf und unter und auf und unter. Und dann war erstmal Tag. Aber so war jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches zu sehen. In die Kartoffel hat auch noch keiner was eingeritzt. Es hat auch keiner die Sonne unsittlich berührt. Und sie spielten Verstecken. Flips fragte Maike: Wo bist du? Wo bist du? I'm here. Ah! Und Flips kam einen Riesenschrecken und rannte davon. Und dachte sich, Maike hat doch keine so tiefe Stimme.
Er lief so schnell, dass er ganz vergessen hatte, dass Maike sich ja versteckt hatte und er gar nicht wusste, wo sie jetzt war. Geisterbox. Mehr Yokai Onryo. Gefrier? Buch? Oder Dots? Nehmen wir das nochmal mit. Blips machte sich Sorgen um Maike. Immerhin war sie jetzt verschwunden. Auf der einen Seite war es ganz beruhigend, sie mal nicht schwafeln zu hören wie die ganze Zeit. Aber er wollte natürlich seine beste Freundin wiederfinden. Deswegen legte er eine Lichtquelle aus, damit er sie besser sehen konnte. Und streute ein bisschen Sand auf den Weg. Um sie finden zu können, wenn sie da mal durchläuft. Vielleicht hatte sie sich einfach nur verlaufen. Maike, wo bist du? Fragte Flips. Dann lief er nochmal kurz nach Hause, um noch eine andere Kartoffel zu holen. Wenn das Laufen mal funktionieren würde, schnell genug. Und da war die Spezialkartoffel. Und dann nahm er schon mal das tolle Holzi-Holz mit. Oh, und er guckte noch auf die Lichtquellen. Per Tele. Hatte er gerade Maike da durchlaufen sehen? Maike? Es war schon etwas seltsam. Irgendwie traute sich Flips plötzlich gar nicht mehr so viel zu reden. Immerhin könnte es sein, dass Maike plötzlich aus dem Gebüsch, warte, ich gucke, wie viel Sender ich habe, kommt und ihn erschrecken möchte. Und wäre Flips bei nicht so guter geistiger Gesundheit, könnte er einen Herzinfarkt erleiden. Okay. Flips untersuchte nochmal alles, was er so bisher sich angeschaut hatte. Einfach nur, um zu gucken, ob noch irgendetwas Ungewöhnliches zu entdecken war, wie zum Beispiel ein Brustkorb. Maike, Maike! Aber dann erkannte er, nein, so sieht ein Brustkorb von einer Eidechse nicht aus. Er hatte nämlich sehr gut in der Schule aufgepasst. Allerdings war Biologie das einzige Fach, was er konnte. Oh. Schritt. Sehr gut. Und da hatte er Schritte gefunden, wo Maike durch den Sand, den er ausgestreut hatte, gelaufen war. Und er folgte den Schritten. Immer noch war er davon überzeugt, dass es sich um keinen Geist handelte. Wobei ihn das mit der Stimme schon etwas schockiert hatte. Noch ein letztes Mal nahm er all seinen Mut zusammen und ging dorthin, wo er Maike das letzte Mal gesehen hatte. Er traute sich immer noch nicht so wirklich etwas zu sagen, weil es könnte ja sein, dass plötzlich irgendwas auf ihn losspringen würde. Er legte Räucherstäbchen aus, von denen er wusste, dass Maike sie unheimlich gerne mochte. Wo ist meine Kartoffel? Und dann nein. Auch nein.
sprang Maike plötzlich aus dem Gebüsch. Ha! Hab dich! Ich habe extra so lange gewartet und wir haben Verstecken gespielt. Da habe ich gedacht, ich habe mich verlaufen, aber ich habe mich gar nicht verlaufen. Da dachte ich, du hast dich verlaufen, also bin ich rumgegangen und habe dich gesucht. Und dann war dieser komische Sand, durch den ich durchgelaufen bin. Und dann war dieser komische Mann, der gesprochen hat, der sagte, ich bin direkt hinter dir. Aber als ich mich rumgedreht habe, war da überhaupt keiner. Es war alles sehr seltsam und ein bisschen beängstigend. Also habe ich mich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen oder zu tun oder zu machen oder sonst was. Und habe einfach auf dich gewartet und dann warst du plötzlich hier und alles ist gut. Flips nickte. Er war sehr froh, dass es Maike gut ging und dass er sie wiedergefunden hatte. Er nahm sie bei der Pfote. Ups, ne? Nein. Er nahm sie bei der Pfote und die beiden gingen, weil sie eigentlich alles gemacht hat. Jetzt ist meine Kartoffel leer. Weil sie alles gemacht hatten, was sie hätten machen können. Mist. Oder? Jupp. Und waren froh, dass dieser sehr ereignisreiche, aber zum Glück vollständig geisterlose Ausflug Ausflug glimpflich ausgegangen war. Sie waren sich sicher, hier musste irgendein komischer Typ sein Unwesen treiben. Also beschlossen sie, den Ausflug doch ein bisschen abzubrechen. Ich ärgere mich, dass ich diese Kartoffel nicht aufgeladen habe, sonst hätte ich noch ein Bild von dem komischen Typ machen können. Das hätten wir dann der Polizei gegeben und die hätte dann irgendwas dagegen tun können. Der Typ ist ja schon etwas creepy, sagte Flips. Aber da die beiden im Grunde ihres Herzens doch ziemlich feige waren, fuhren sie einfach. Ciao. Zweiter Versuch. Ciao. Na. Heieieiei. Sie hatten einen Haufen Muscheln vom Strand mitgebracht und waren sehr froh, wieder zurück zu sein. Und erst einmal mussten sie sich von dem Ausflug ein bisschen erholen, der sehr schön, aber auch sehr anstrengend gewesen war. Immerhin war Maike eine Zeit lang verschwunden und Flips war der Meinung, Maike wäre verloren gegangen. Wobei Maike der Meinung war, dass Flips verloren gegangen war. Aber zum Ende ging ja zum Glück alles gut aus. Und so machten sie sich daran, das nächste Mal wieder Geister zu jagen. Oder was auch immer gerade so anstand. Und so geht auch diese Geschichte zu Ende. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao.